Und es musste auch unbedingt dieser Lanz 18S sein. S für Selbstfahrer, 18 für die angegebene Stundenleistung von 18 Doppelzentnern. Als Achtjähriger hat er nämlich zum ersten Mal überhaupt auf einem Mähdrescher gesessen. Und das war, richtig, ein Lanz 18S. Und auch nach 40 Jahren Arbeit als Lohndrescher hat er noch nicht genug davon. Noch so eine Rarität. In Assenheim bei Friedberg stolpern wir zufällig über dieses rote Ungetüm. Es gehört dem 78-jährigen Landwirt Ernst Ludwig Best und wird ganz liebevoll gewienert. Ich muss das abputzen, sonst wenn Staub ist, und da setze ich den ganzen Staub drauf und geht nicht. Ein Massey Ferguson MF 87, Baujahr 1965 ist das. Vom kanadischen Konzern einst entwickelt für ebensolche bäuerlichen Familienbetriebe. Eigenwillig im Design, robust und einfach in der Technik. Best Senior bewirtschaftet mit seinem Sohn Rainer die 18 Hektar heute im Nebenerwerb. Typische Feierabendbauern also, die ihren MF 87 natürlich selbst reparieren. Ich weiß auch nicht, das packe ich. Das macht er eben. Gestern ist beim Dreschen ein Malheur passiert. Und jetzt müssen Sie ihn aber reparieren. Was ist denn kaputt? Ja, der Tübe ist so, wo die Flucht hochgeht und geht auf die Ware. Da ist alles durchgescheut. Und da bin ich gestern in so ein Loch gefahren, ist der Mähdrescher und renne dann wieder der Ware und war das ein bisschen verbeult. Das kommt jetzt wieder. Kann ja mal vorkommen, dass man mit dem Laderohr aneckt. Denn der 78-Jährige lässt sich das nicht nehmen. Der Oldie fährt den Oldtimer, schmunzelt er. Und packt mit an, wenn der Junior nicht zum ersten Mal das Abladerohr neu verschweißen muss. Damals, 1965, als sie ihn gekauft haben, da war der Massey Ferguson ein ganz moderner. Alles hydraulisch und Korntank und 2,5 Meter Schneidwerk, erzählt er uns. Aber noch keine Kabine. Eigentlich will er heute Abend noch in den Weizen. Ob der Junior das wieder hinkriegt? Ich kenne den und ich höre alle Geräusche, wenn mal was ist. Ja, und das. Und bis jetzt hat er uns noch nicht im Stich gelassen. Ist immer marschiert. Und was immer Spaß macht, wenn man den Winter weggestellt hat, ins Frühjahr, man geht raus, er geht hin und setzt sich drauf und springt gleich wieder an. Herr Best, Sie sind ja der Sohn dieser Massey Ferguson. Wie lange soll er es denn noch machen? Ja, ich bin jetzt auch 44 und der Mähdrescher auch. Ich denke mal, er wird mit mir in Rente gehen. Hält er noch so lange? Auf jeden Fall. Bei den neuen Mähdreschern sitzt man im Trocknen und im Kühlen. Ja, und Kabinen, Klimaanlage, alles drin. Die können mit einem guten Anzug können sich hinsetzen und können rausgehen und haben kein bisschen Staub. Und jetzt sagen Sie mir mal bitte, wo sitzen Sie denn hier? Drüben auf der anderen Seite. Aha. Da kriege ich den ganzen Staub von vorne. Und wenn der Wind nach uns ungünstig kommt, da geht der Staub mit dir bis runter am Feldweg. Und da sitzt man nur in so Staubglock. Das ist ja. So, steige ich auf meinen Sitz. So, das ist mein Arbeitsplatz für 8 Stunden. Stolz zeigt Tom Carroll, der Entwickler des selbstfahrenden Mähdreschers, die Weiterentwicklung, den neuen roten Riesen. Wir schreiben das Jahr 1964. Massey Ferguson eröffnet ein neues Mähdrescherwerk in Ontario. Der Trend geht beim weltweit größten Hersteller wie überall zu immer größeren Maschinen. Beim Tag der offenen Tür dürfen alle mal Probe sitzen. Die Anfänge muteten bescheidener an. Hier der vermutlich allererste Mähdrescher mit Eigenantrieb. Die Gebrüder Holt bauten um die Jahrhundertwende in den USA einen Benzinmotor ein. Bei Massey Harris, Vorläufer von Massey Ferguson, konstruierte Tom Carroll dann ab 1936 den ersten echten Selbstfahrer. Gezogene Mähdrescher hatte man in Deutschland inzwischen genug. Die nächste Entwicklungsstufe sind selbstfahrende Mähdrescher.
Ich sitze auf dem MH726, einer selbstfahrenden Erntemaschine, die eine ganz besondere Geschichte hat. Denn ursprünglich in Amerika konstruiert, in einer großen Mähdrescherbrigade in Nordamerika eingesetzt, sollte sie auch in Europa den Mähdrusch revolutionieren. Die Idee ist einfach. Ein Motor treibt die Maschine an, das Getreide geht vorne rein und kommt ausgedroschen in Form von Säcken und mit Hilfe von Stroh hinten wieder raus. Vorne rein, hinten raus und das alles in einer Maschine. Und im Rahmen der Wiederaufbauhilfe kam eine Maschine nach Europa. Sie kam an die Universität Braunschweig, wurde dort zerlegt und die entsprechenden europäischen Hersteller wurden eingeladen, diese Maschine zu prüfen. Und so sind alle europäischen Hersteller sind nach Braunschweig gewallfahrtet, haben die Maschine zerlegt und haben dann die Erkenntnisse gewonnen, um eigene Mähdrescher zu bauen. Heute würde man das Industriespionage nennen. Die Fahrwerke vom Bodensee waren die schnellsten in Deutschland. 1950 stellten sie ihren MD1 vor, hier das Nachfolgemodell der MD4. Erstmals waren Dreschtrommel, Schüttler und Reinigung nicht mehr quer, sondern hintereinander angeordnet. Und das Schneidwerk ging über die gesamte Maschinenbreite und erreichte stolze 2,20 Meter. Testfahrt auf dem neuen MDL noch auf dem Fabrikgelände. Speziell entwickelt von Pfarr für die Kleinbauern. Nur 1,50 Meter Schnittbreite, aber 12 Doppelzentner Körnerleistung die Stunde. Ein Erfolgsmodell. 1953 kam die Firma Klaas mit ihrem Selbstfahrer. Herkules der Name. Wegen eines Streites um die Marke hieß er später schlicht SF für Selbstfahrer. Die Maschine für den anspruchsvollen Großbetrieb mit Riesenleistungen. Oder den Lohndrescher bis zu 25 Doppelzentner die Stunde, versprachen die Klaas-Leute bei der Vorführung. Und lieferten den 4-Tonnen-Giganten nur auf geeignete Betriebe samt Monteur zur Ausbildung der Kunden auf dem Gerät. Immer häufiger können solche Verkaufserfolge begossen werden. Während 1952 nur knapp 1.400 Mähdrescher über deutsche Getreidefelder fuhren, waren es 10 Jahre später schon über 100.000 Stück. Und Klaas wurde einer der Weltmarktführer bei Mähdreschern. Die Pionierzeit war nun vorbei. Immer mehr Firmen stiegen in die Mähdrescherproduktion ein. Ein richtiger Typenwirrwarr kennzeichnet die Folgejahre. Und nicht alle Firmen überlebten. Glanz aus Mannheim zum Beispiel wurde vom US-Konzern John Deere übernommen. Die Schneidwerke wurden breiter, Korntanks kamen, die Druschorgane im Innenleben wurden immer leistungsfähiger. Diese rote Haspel erregte im Sommer 1959 großes Aufsehen im badischen Düren. Zwei Landwirte hatten sich zusammengetan und fast 15.000 Mark auf den Tisch gelegt. Das ist ein Glas Columbus mit dem Benzinmotor. Benzinmotor war eigentlich ein bisschen eine Preissache. Der Diesel war damals viel teurer als das. Und für den entschieden. Also von Form her war es schon ein eleganter Mähdrescher. Ich hatte einen Kompagnon. Und wir waren die Ersten, weil der im Krieg beim Afrika-Korps war und dadurch in Texas in Gefangenschaft. Und er hat in Texas den ersten Mähdrescher gesehen. Und nachdem er dann wieder daheim war und wir miteinander gearbeitet haben, war der Erste, der gesagt hat, Herr Mann, wir kaufen einen Mähdrescher. Und darum waren wir die Ersten im Dorf mit dem Mähdrescher. 3 Tage lang haben die beiden ihren Columbus auf einem Lehrgang komplett auseinander und wieder zusammengebaut. Das zuständige Landwirtschaftsamt damals erwähnte übrigens bei den Dreschlehrgängen Mähdrescher mit keinem Wort. Und in Düren wollte keiner dieses Monster auf seinen Acker lassen. Dabei war der Columbus der kleinste von Klaas. Vorher das andere, sicher Handablage oder Binder oder so, da hat man immer noch Gabe gehabt, immer die Arbeit mit der Gabe, mit der Dreschmaschine. Das war ein Schritt weiter. Und 1959
haben wir ihn geliefert bekommen. Und 1959 war ein Jahr, da hat es über die ganze Ernte nicht geregnet. Wir hatten das schönste Wetter und sämtliche Skeptiker, die uns wirklich alles Mögliche vorgerechnet haben, wurden enttäuscht. Wir hatten die schönste Ernte und wir hatten das beste Getreide. Und ein Jahr später kamen sie alle und wollten von Hermann und Fritz ihr Getreide gedroschen bekommen. Der Kolumbus war in Düren noch viele Jahre im Einsatz und begeistert heute bei den historischen Erntetagen die Fans historischer Landtechnik. Am Steuer eines richtigen Giganten sitzt Albrecht Ackermann. Sein Oldtimer ist noch Jahr für Jahr im Ernteeinsatz. Auch wenn er seine 18 Hektar schon eingebracht hat, will der begeisterte Liebhaber alter Maschinen uns sein Prachtstück unbedingt vorführen. Herr Ackermann, erzählen Sie uns mal, was ist das hier für ein Mähdrescher? Das ist ein Glasmähdrescher mit dem Namen Matador Gigant. Es war zu seiner Zeit der größte von der Firma Glas. Er wurde gebaut zwischen 1960 und 1968. Er hat einen 6-Zylinder Perkins-Motor mit 87 PS, um dieses Schneidwerk hier anzutreiben von 3 Meter. Es gab es auch mit noch größeres Schneidwerk, aber nicht hier in Deutschland, habe ich es noch nie gesehen. Es wurde berichtet, in den USA wurde das Schneidwerk bis zu 6 Meter an diesem Mähdrescher angehängt. Was ist das Faszinierende an diesem Matador Gigant? Er ist nicht zierlich gebaut, er ist wuchtig gebaut. Mit ihm kann man auch im Gelände ganz gut umgehen, da er ziemlich breit gebaut ist. Man kann auch gut Hanglage mit ihm mähen, weil er steht ziemlich fest auf den Beinen, was die kleineren, schmäleren doch nicht so sehr haben. Man hat früher öfters erlebt, dass ein Mähdrescher am Hang umgefallen ist und bei dem hier ist, durch seinen breiten Radstand, ist das nicht so schnell gegeben. Und dann drischt Albrecht Ackermann noch eine Reihe auf dem Nachbarfeld, um seinen Matador in Aktion zu zeigen. Über 2 Tonnen fasst der Korntank. Die Kabine hat er sich nachträglich selbst draufgebaut, erzählt er uns. Ein neuer Mähdrescher? Lohnt sich nicht für meine 18 Hektar. Kommt nicht in Frage, entrüstet er sich. Der Gigant tut's doch noch bestens. Um das gute Stück zu verschrotten, brächte er eh nicht übers Herz. Donnerwetter! Na, das ist ein Maschinchen, was? Da kommt kein anderer ran. Hör nur mal langsam. Mein Kolumbus ist genauso gut, nur ein paar Nummern kleiner. Du könntest mir eigentlich meinen Wald abholzen mit deinem Panzer. Mach ich! Aber nur, wenn du mir mal deinen Kolumbus leihst. Wozu denn? Mein Rasierapparat ist kaputt. Na, wie benimmt er sich, dein Matador? Einfach toll. Fantastisch. Schätz mal, was ich in der letzten Stunde geschafft habe. Genau 100 Zentner Korn. Gut gereinigt, tja. Kann man nicht anders sagen. Wie lange brauchst du, bis du so einen Haufen zusammen hast? Mein Kolumbus ist mit meinem Feld genauso schnell fertig wie dein Matador mit deinem Feld. Wenn du so rechnest. Die einzig richtige Rechnung. Für deine Riesenschläge kannst du so einen Elefanten brauchen. Ich nicht. Für mich ist mein Kolumbus genau richtig.
Später Nachmittag an einem sonnigen Augusttag bei Friedberg. Überall auf den Feldern Staubfahnen. Es wird gedroschen. Die Zeit drängt, das Wetter ist unbeständig, der Weizen überreif. Auch Ulrich Lebeau ist unterwegs. Seine zweite Schicht heute. Vom Bürostuhl in einem Dachdeckerbetrieb ist er direkt in den Mähdreschersitz gestiegen, seines grünen John Deere 952, Baujahr 1978. Ich mag den Mähdrescher. Ich habe auch Interesse an alten Landmaschinen. Bin im Landmaschinenclub in Friedrichsdorf auch Mitglied und passt das ganz gut. Was fasziniert Sie an alten Landmaschinen? Ja, die einfache Bedienung, nicht so viel Elektronik drin, wie heute in den neuen Maschinen, mit Computer viel gesteuert. Bin ich sowieso nicht Fan davon, sondern noch diese althergebrachten, ja, altertümlichen Maschinen. Die neunte Ernte bringt Ulrich Lebeau mit seinem altertümlichen John Deere ein. Er hat ihn gebraucht gekauft. Ein neuer lohnt sich nicht, sagt er. Aber einen eigenen Mähdrescher wollte er eben unbedingt haben, um unabhängig zu sein. Die große Dreschtrommel, fast 4 Quadratmeter Schüttlerfläche, liefern 1A Körner in den Tank. Dafür nimmt er in Kauf, dass er beim 952 im Staub sitzt. Kabinen gab es erst ein Modell später. Statt Strohpresse ein Häcksler. 30 Hektar mit Weizen, Gerste und Hafer bewirtschaftet er nebenbei. Sein Vater hat den Betrieb noch im Vollerwerb mit Viehhaltung betrieben. Heute ist Schäferhund Benno der einzige Vierbeiner. Und ohne ihn darf der Traktor nicht vom Hof. Der Senior hilft natürlich mit, fährt nach dem Abtanken die Körner ins Getreidelager. Früher hat die Größe noch gereicht, sagt er. Da konnte die Familie davon leben. Und erinnert sich etwas wehmütig an bessere Zeiten. Früher war es nicht so hektisch wie heute. Heute ist es hektischer. Oder? Wie jetzt heute Nacht hat es ein bisschen geregnet, ja. Fahren wir heute oder fahren wir nicht, ist es trocken, oder? Also heute ist es hektischer. Früher war das auch. Da haben wir angefangen, haben wir gemäht, dann haben wir es aufgestellt, dann haben wir es heimgefahren. Das war. Und waren auch viel mehr Leute. Viel mehr Leute im Hof. Heute sehen Sie ja, mein Sohn macht das im Nebenerwerb. Ganz alleine, deutsch gesagt. Oder? Ein typisches Bild. Einsame Mähdrescher auf den Äckern. Und bei den Nebenerwerbslandwirten sind es meist solche Oldtimer, wenn sie noch selbst dreschen und nicht den Lohnunternehmer holen. Sie werden größer und wuchtiger, die modernen Giganten in den 80er Jahren. Die Korntanks riesig. 4, 5, 6 Tonnen passen da rein. Die Schneidwerke immer breiter, müssen abnehmbar oder einklappbar sein, weil 3 Meter Breite die Obergrenze auf deutschen Straßen ist. Kabinen zum Schutz des Fahrers werden erst jetzt langsam Standard. Karl Stroh aus Hüttenberg, wir kennen ihn schon vom Mähen mit der Sense und von der Dreschmaschine, hat früher mit seinen Mähdreschern für fast alle aus dem Dorf gedroschen. Heute sind die meisten in seinem Landmaschinenverein 30 plus Mitglied. 30 plus, weil die Maschinen älter als 30 Jahre sein müssen. Sein gelber Riese erfüllt diese Anforderung noch nicht. Das sind Mähdrescher in Neuholland. Und den habe ich mir gekauft wegen der Kabine. Weil ich früher hatte ich den schon der hat keine Kabine und ich konnte das mit dem Dreck, hatte ich mal hier mit der Luft. Da habe ich mir den Neuholland, das Baujahr 84, habe ich mir den zugelegt für meinen Betrieb. Reicht er mir auch und schickt auch. Und ich bin auch bis jetzt zufrieden. Aber in ein paar Jahren, wenn er 65 wird, will er die Landwirtschaft an den Nagel hängen. Irgendwann muss Schluss sein, sagt er. Und dann geht auch der New Holland 8050 in Rente. Übrigens eine der letzten Baureihen des US-Konzerns, der noch Hordenschüttler zur Abscheidung von Korn und Stroh hat. Wenig später kam ein völlig neues Druschsystem. Rotoren, die die Ähren schonend ausrieben. Die Erfindung der sanften Riesen. Aber dazu kommen wir später. Vorher machen wir einen Abstecher in die ehemalige DDR.
Mähdrusch im Arbeiter- und Bauernstaat ist nämlich ein ganz eigenes Kapitel. Was ist das denn? Wir sind auf einer Wiese irgendwo hinter Weimar. Dort habe der Kessler ein Museum mit DDR-Gerümpel, hat man uns erzählt. Und wir finden dieses Unikum. Das war der erste Mähdrescher. Da waren ja ein Haufen Menschen hier. Das war ein riesiger Auflauf, war das. Wann war das? Das wird so, wird das gewesen sein. 56, 57, so wird das irgendwann gewesen sein. Entwickelt wurde dieser Mähdrescher im VW Weimarwerk, hier in der Nähe ganz bei uns. Und weitergebaut wurde dieser Mähdrescher in Neustadt. Und zwar, hier haben wir es noch etwas erkennen, Neustadt, Sachsen. VEB Fortschritt baute von Staats wegen den E175, heute ein seltenes Sammlerstück. E für Erntemaschine und dann durchnummeriert die Baureihen. Ein Typ Mähdrescher für die gesamte DDR, zentral entwickelt und gebaut. Ein Standard-Vierzylindermotor, wie er in jeden LKW eingebaut wurde, Antriebe, Schüttler, alles offen. Edmund Kessler hat das gute Stück schon zu DDR-Zeiten organisiert. Es war schwierig, an sowas ranzukommen. Aber wir haben das damals in der DDR-Zeit doch geschafft, einzuorganisieren. Und der LBG-Vorsitzende, der uns die Mähdrescher dann verkauft hatte, der hatte dann Schwierigkeiten gekriegt mit dem Rat des Kreises. Weil an Privatleute eben halt sollte sowas früher nicht verkauft werden. Aber hätte er ihn nicht beiseite geschafft, wäre der E175 vom VEB Fortschritt verschrottet worden. Weil von Staats wegen ein neuer Mähdrescher ausgeliefert wurde. Auch wenn der E175 heute noch tadellos funktioniert. Als erste Eigenentwicklung baute die DDR den E175 schon ab 1954 in Serie. Trotzdem wurde die sogenannte Zwei-Phasen-Ernte von oben verordnet. Erst mähen, die ährenlose Gehäufel im Schwad trocknen lassen, dann erst kam der Patriot mit Schwadaufnehmer zum Einsatz. War angeblich besser für die Qualität und kostete weniger. Nicht nur die Körner, auch die Spreu wurde extra abgesackt. Anschließend kam die K420, die Hochdruckballenpresse, und fabrizierte in einem weiteren Arbeitsgang die Strohballen, nötig für die Tierproduktion. Die Ernte war im Arbeiter- und Bauernstaat zentrales Propagandamittel und musste die Ernährung in den Nachkriegsjahren sicherstellen. Und das ging gleich nach dem Krieg nur mit Hilfe des großen Bruders Sowjetunion. Die russischen Kolosse hatten eine ganz beachtliche Leistung, 2 Hektar in der Stunde. Und nicht anders als im Westen die US-Maschinen, sie wurden einfach kopiert. Der Portnow, das war der Mähdreschermann. Der Mähdrescher hieß aber nicht Portnow, sondern die hieß eben Stalinet 4, 4 Meter breit, tolle Maschine, der schluckte alles. Und dieser Portnow war nichts weiter als eine grandiose Ersatzteilliste und eine Darstellung, wie man sie denn zusammensetzt. In Explosivdarstellungen wurde das bis zum Feinsten erläutert. Und die Weimaraner, die ihn ja nachbauen mussten, haben sich jedes Stück genau angeguckt und hatten natürlich den Portnow auch und hatten auch eine Kiste voller Teile und haben dann sehr schnell, sehr gut und auch in der hervorragende Maße diese Maschine nachgebaut. Sie hatte keinen Benziner mehr, das war gut, sie hatte einen Diesel. Sie hatte aber keine 4 Meter mehr, weil angeblich die Flächen zu klein waren, das war aber schlecht, denn das Zeug lief immer ungleichmäßig rein und haben dann eben den Weimaraner gebaut, den 171. Dann kam der 72, 73, 74, 75 und dann ging die E-Reihe los. Dieses große Vorbild und Beispiel der Sowjetunion vor Augen werden auch unsere Bauern gemeinsam mit der Arbeiterklasse den Weg gehen zu Glück, Frieden und Wohlstand. Musik
Der Weg zum Glück führte über die Kollektivierung, wie hier bei der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, kurz LPG, Rotes Banner in Groß-Nemerow. Die privaten Bauern lieferten mehr oder weniger freiwillig ihre Maschinen beim Technikstützpunkt ab und hatten fortan einen geregelten Arbeitstag im Kollektiv. Boden und Ertrag gehörte allen. 1968 Genosse Ulbricht eröffnet die Agra in Leipzig. Und voller Stolz wird eine völlig neue Mähdrescher-Generation präsentiert, der E512. Wir begrüßen die Heldin der Arbeit, Genossin Engelhardt, aus der LPG Clara Zetkin in Hecklingen, Kreis Staßburg. Mähdrescherbrigade einfahren! Jede LPG bekam in den Folgejahren mindestens ein halbes Dutzend dieser E512 feierlich überreicht. Mit den obligatorischen roten Nelken gerne an die Traktoristinnen, wie hier im vorpommerschen Neubrandenburg, zur maximalen Steigerung der Produktion. Ein Mähdrescher wird mit Kokosmilch geweiht, mit Blumen geschmückt und gesegnet. Dieser Werbefilm, den VEB Fortschritt eigens für die indische Handelsgesellschaft produziert hat, erzählt davon, dass der E512 nicht nur in der DDR auf allen Feldern zu Hause war, sondern auch in der großen, weiten Welt. Die Geschichte spielt in einem kleinen indischen Dorf, in das der E512 den Fortschritt bringt. Und mit der guten Ernte kommen die Freude, das Glück und der Wohlstand zu den einfachen indischen Bauern. Mit diesem Mähdrescher wollte die DDR den indischen Markt erobern. Durch den Export des E512 sollten kräftig Devisen in die Staatskasse fließen. Sommer 1977. Die DDR auf dem Weg zur voll industrialisierten Landwirtschaft. 25 Mähdrescherbrigaden, 2900 Studenten als Erntekapitäne beim zentralen Ernteeinsatz. Streng wissenschaftlich begleitet, sollen sie die Ernte so schnell wie möglich und ohne Verluste einbringen. Kammerspione nannten die Studenten die sogenannten Verlustprüfer. Also wenn ich das auf diesem Feld einschätzen soll, liegen wir gut im Rennen. Unsere Verluste sollen 1,3% betragen oder dürfen betragen und wir sind zurzeit bei 1,1%. Das ist für uns sehr gut. Die Realität oft, verlustarm, aber zu feucht gedroschen und im Silo verfault. Erntemaschine E514, Baujahr 1989. Am Steuer sitzt Erich Zeunert. Er holt sich nach der Wende sein Land zurück und wird wieder selbstständiger Landwirt. Seinen Mähdrescher holt er sich von einer ehemaligen LPG. Der E514 ist eine Weiterentwicklung des E512 mit mehr PS, größerer Schüttlerfläche, größerem Korntank, besserer Dreschtrommel und sogar einem kleinen Bordcomputer. Wenig Komfort, aber er läuft zuverlässig. Heute Vormittag hatte er eine kleine Panne, musste aber nur einen Keilriemen auswechseln. Jetzt aber hat sich Kamille in der Einzugsschnecke verwickelt. Also stoppen, bevor noch mehr kaputt geht. Denn Erich Zeunert will noch eine ganze Weile mit seinem Giganten aus DDR-Zeiten arbeiten. Der hat eine Schnittbreite von 4 Meter und 6 Meter. Zwei verschiedene Mähwerke. Und hat 120 PS. Und das ist alles typisch Baureihen gleich mit LKW, mit Traktor und Mähdrescher. Die haben alle die gleichen Aggregate drin und universal einsetzbar. Praktisch und ganz anders als bei den Maschinen im Westen, die immer hoch spezialisierter wurden. Noch zu DDR-Zeiten gab es bis zum E524 ein paar größere Brüder.
Ausgereifte Mähdreschertechnik zu unschlagbarem Preis-Leistungs-Verhältnis, sagen alle Experten. Hilft aber nach der Wende nichts. Der Weltmarkt ist bereits aufgeteilt. Die DDR-Erntemaschinen verschwinden. Die landwirtschaftlichen Betriebe werden größer. Statt robust und einfach geht der Trend bei den Mähdreschern zu Hightech. High-Capacity-Schneidwerk bis zu 9 Meter, fast 400 PS, 14,5 Tonnen Gewicht und über 10.000 Liter Korntank. Der New Holland CR9060. Er wirkt wie ein fremdes Raumschiff auf dem traditionsreichen Bayersröder Hof, voller raffinierter Technik. Verwalter Gerald Roth manövriert eine Rotormaschine. Statt herkömmlicher Dreschtrommeln dreschen zwei gegenläufige Rotoren das Erntegut ganz sanft aus. Vorteil: hervorragende Kornqualität. Und der Gigant kann ganz von alleine fahren. Sobald ich jetzt eingreife, sagt er mir hier, dass er auf manuell geschaltet ist. Da gibt es einen Piepton, der schaltet auf manuell. Und sobald ich wieder weggehe, lenkt er automatisch. Das entlastet halt unheimlich. Ja, gerade jetzt bei längeren Stücken. Und man kann wirklich die komplette Schneidwerksbreite auch ausnutzen, was man, ja, wenn man den ganzen Tag selber fährt, nicht so effektiv packt. Da muss man schon ziemlich konzentriert sein, dass man wirklich den ganzen Tag so genau fahren kann, im Prinzip wie das System. GPS-gesteuert mit Autopilot fährt die Maschine exakter und effektiver als der Mensch. Der Fahrer ist inzwischen die Schwachstelle bei Mähdrescher, sagen die Experten. Die Maschinen können technisch viel mehr Leistung bringen, als der Mensch ihnen gemeinhin abverlangen kann. Fahren Sie eigentlich gern Mähdrescher? Es macht Spaß. Also das kann ich schon sagen. Es ist eine Anforderung und es ist auch ein Anreiz, die Maschine entsprechend einstellen zu können, dass das Druschergebnis dementsprechend ist, wie man es haben möchte und möglichst verlustarm gedroschen wird. Wenn man jetzt mal hier auf dem Computer guckt, kann man sehen, wie die einzelnen Verluste sind. Wenn nur immer die realen Bedingungen nicht stören würden. Bei abgebrochenen Ästen im Acker muss der Mensch bei aller Hightech ganz altmodisch Hand anlegen. Vor den Toren Frankfurts. Drei Landwirte teilen sich einen John Deere Mähdrescher und vielleicht kaufen sie für die nächste Ernte einen neuen. Also legt sich der John Deere Händler ins Zeug und führt den neuen vor. Einen John Deere T560. Das Mittelklasse-Modell mit 350 PS, knapp 15 Tonnen Gewicht, Riesenkorntank und dem Trick ohne Knick, wie Norman Klotz wirbt. Vorführen bei einem Mähdrescher heißt natürlich beim Kunden im Feld dreschen. Der T560 ist vom Druschprinzip her eine Neuentwicklung. Das heißt, im Vergleich zu den Maschinen, die seither auf dem Markt sind, wurde das Druschsystem erweitert. Der Vorteil hier ist speziell durch die neue Anordnung der vier Trommeln, dass der Ausdruck schonender erfolgt, dadurch weniger Bruchkorn erzeugt wird, aber auch im gleichen Zusammenhang eine sehr, sehr hohe Leistung erzeugt werden kann. Und außerdem die Strohqualität, die bei der Maschine hinten rauskommt, zur Strohbergung wesentlich besser ist wie bei einer Leistung, wie bei einer Rotormaschine. Dann erklärt Norman Klotz alle Neuerungen. Verkupplung, knickfreier Materialfluss. Schließlich will Landwirt Wolfgang Wenzel wissen, was der T560 kann, was sein alter John Deere nicht kann. Vorne Flachdichten sind. Dass die Einzugstrommel im Durchmesser weiter angewachsen ist, um die Mehrleistung, die Maschine hat, auch umsetzen zu können. Darum geht es. Mehr Leistung in kürzerer Zeit mit höherer Qualität. Eine 250.000 müssten die Oberurseler Landwirte für dieses Mittelklasse-Modell auf den Tisch legen. Die hochgerüsteten Flaggschiffe, ob von Weltmarktführer John Deere oder der Nummer 1 in Deutschland Claas, liegen im Preis allesamt bei rund 500.000 Euro.
Morgens um 8. Wir sind in Thüringen bei der Agrargenossenschaft Pfiffelbach. 5200 Hektar, 80 Mitarbeiter, eine ganze Armada von hochmodernen Ernteriesen wird wieder fit gemacht. Manfred Vetter ist hier seit 1971 mähdrescher Fahrer, schon zu LPG-Zeiten. Das ist eine Erholung, hier so groß zu fahren, wie die alten früher. Ohne Dach und ohne Kabine alles. Das ist schon eine Welt. Die neue Hightech-Welt. Der Lexion 580 von Klaas. Eine Hybridmaschine, die beide Druschsysteme, Dreschtrommel und Rotoren kombiniert. 10 Uhr morgens. Der Komplex Erbsendrusch rückt aus. Die Erntekapitäne im 21. Jahrhundert sitzen 4 Meter hoch. Pfiffelbach gehört zu den effektivsten Agrargenossenschaften. Die Ernte wird hier generalstabsmäßig geplant. Ausfälle hat man. Tobias, sein Drescher, hat man 2 Stunden gestanden. Das sollte nicht passieren. Morgendliche Lagebesprechung der Komplexleiter beim Chef. Solange die Sonne scheint, müssen die Mähdrescher laufen. Vorstandschef Lars Fliege muss Gewinne erwirtschaften. 2000 Tonnen Tagesleistung wären da schon gut. Also ich habe festgestellt bei den Erbsen, dass der Ertrag sehr niedrig war. Haben nur immer die Fahrer bestätigt auch und dass sehr wenig Erbsen in den Schoten allgemein drin waren. Wenig Ertrag, wenig Gewinn, hilft nicht. 500 Hektar Erbsen warten noch. Habt ihr gestern wieder viel geschafft, wenig Schaden, das ist gut. Weiter so, Sonntag kommt der Regen. Ne? Inzwischen ist es Mittag geworden. Komplex Erbsendrusch drischt und drischt. Immer 3 bis 4 Mähdrescher fahren in einem Komplex. Im Konvoi mit ihren 9 Meter breiten Schneidwerken lassen die 500 PS Riesen keinen Halm aus. Und nächste Woche probieren sie die neue Maschine aus, den Lexion 600. Noch größer, noch besser. Das ist halt ein Spielzeug für große Jungs, ne? Also eine riesengroße Maschine, da wackelt alles, da bewegt sich viel und man, also es macht halt Spaß, so viel Getreide zu ernten. Ne? Man fährt damit 4, 5, 6, 7 km/h übers Feld und schneidet 9 Meter Getreide ab. Das ist einfach unglaublich, diese Größe und die Dimension, was man da in einer Stunde verbringt, für Fläche erntet und für Getreide produziert, wie viel Brote man daraus backen kann. Ne? Wenn ein Mähdrescher eine Stunde fährt, das ist schon faszinierend. Weil auch Chefs von Agrargenossenschaften noch große Jungs sind, kommt eben heute als Ablösung für die Mittagspause der Chef höchstpersönlich. Fast scheint es, als sei ihm das lieber, als an den Getreidebörsen dieser Welt um gute Preise zu pokern. Der letzte Regen hat dem Raps ganz schön zugesetzt. Schwer zu dreschendes Lagergetreide. Wie gut, dass Laserpilot und GPS helfen, die Spur zu halten. Auch noch in der 12. und 13. und 14. Stunde des Dreschens. Im Zeitalter industrialisierter Landwirtschaft mit Hightech-Mähdreschern ist bei Sonnenuntergang noch lange nicht Schluss mit Dreschen. Vier, fünf, bei ganz guten Bedingungen auch mal 6 Hektar in der Stunde mäht und drischt heute so ein Gigant im Kornfeld und hat dann bis zu 50 Tonnen Körner im Tank. Vor 100 Jahren noch mussten dafür Hunderte von Arbeitskräften mit Sense und Dreschflegel den ganzen Sommer und Winter in Hitze und Staub schwer schuften.